Josef Winter erklärt jetzt die Funktionsweise von dem Mähkopf. Folgende Umbauten wurden am Mulchkopf durchgeführt. An der Frontseite wurde wesentlich Teile des Mulchkopfs entnommen. Hier durch die Klappe sichtbar. Dieser Mulchkopf war im Originalzustand bis hier. Diese Öffnung wurde gemacht, um Falschluft einzuziehen lassen, dass die Sogwirkung vom Mulcher nicht mehr so hoch ist wie im herkömmlichen. Dann wurde hier am Ausgang die Nachzerkleinerung entnommen. Das ist eine Kante, dass normal das Mähgut schön zerkleinert wird. Darum wird das Mähgut jetzt auch länger, damit es keine Tiere wieder zerschleit. Der Ausgang wurde wesentlich höher gesetzt, damit das Gras früher rauskommt. Und dann wurde das Band hinten dran montiert. Dann wurde am Mulchkopf vorne montiert ein Schmetterlingsabweiser, um die Schmetterlinge, wo noch im Bestand sitzen, hochzuschütteln und dass sie wegfliegen. Der Mulchkopf und der komplette Mulchausleger ist mit Bioöl gefüllt. Die Steuerung erfolgt über ein Potentiometer. Das heißt, es ist nicht wie herkömmlich, dass die Stützwalze den Mulcher trägt, sondern das Trägerfahrzeug trägt den kompletten Arm. Und die Stützwalze ist nur noch als Höhenführung für den Fahrer zuständig. Somit haben wir fast gar kein Gewicht mehr auf der Böschung liegen. Die Schlägel sind jetzt 40x70 verbaut. Im Originalzustand waren sie dreifach so breit. Es wurde eine neue Mulchwalle eingesetzt mit diesen Schlägeln, die weniger Sog erzeugen und für Fremdkörper wesentlich unanfälliger sind. Das heißt, wenn ein Steu oder Stock oder sonstiger Unrat kommt, das macht relativ wenig, die bewegt sich weg oder ganz zurück zur Welle. Die Tagesleistung ist irgendwo zwischen 8 und 9 Kilometer, je nach Böschungswinkel und wie viel Bahnen man mähen muss.